richtig. Jetzt kriege ich diesen warmen, jetzt krieg ich schön diesen voll warmen, geschwitzten, sabbischen, klebrigen Controller. Kannst du einen anderen nehmen? Das möchte ich auch. Hier kannst du ja. Geht das auch? So? Ja. Nee, das ist jetzt 2. Ja, du musst den anderen jetzt abmelden. Wie mache ich das? Gedrückt halt. So? Ja. Okay. Das sollten wir vielleicht nicht mehr während der Videosequenz machen. Ja, ups, ja. Stone Sensei? Hat sie das gerade gesagt? Mhm. Ich glaub schon. これは人の心のかけらを入れる入れ物じゃ。抜け殻人を救うにはこの取れ瓶と心を受け渡す魔法が必要になる。共に授けようぞ。長老様、ありがとうございます。ほほほほ、きちんとお礼が言える。いい子じゃ。それに引き換え。何ですの？ちゃんと言いますが。ありがとう、ありがとう。 Der Joystick klebt. 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 Also, ja, keine Ahnung. Und warte, bis du wechselst. Ich warte jetzt, ja. Na, endlich. Aber echt. Haben das Spiel schon fast durchgespielt und dann können wir erst in die erste Stadt rein. Ich mach jetzt aus. Den Controller. Nein. Das Spiel. Einfach so. Nein, keine Angst. So. Okay. Nein, nicht das Spiel verlassen. Dauert alles ein bisschen. Der sprechende Stein. Und ich habe eine Fiole. Geil, jetzt schleppen wir einen dummen Stein mit uns rum. Einen schweren Stein bestimmt. Ja. Herz empfangen, Herz schenken. Das heißt, wir klauen ihm das halbe Herz und geben es ihm wieder und dann ist Wem er geheilt. Wem klauen wir das Herz? Dem Wächter. Dem Wächter? Ja, des Tores. Achso, das tote Herz. Ja. Das traurige Herz. Verstehe. Ich glaube, ich habe keine Ahnung. Geh zum Stern, dann wissen wir es. Ich gehe zum Stern. Mit Uli. Folge dem Stern. Uli. Denk dir schon mal neue Namen aus. Beste Mann. Ich warte auf die Kommentare, vielleicht kommen da welche. Soll ich nochmal speichern? Ja, klar, wir haben Uli platt gemacht. Wächter war platt gemacht. Ja. Achso, apropos Kommentare. Neue Namen für Gefährten, bitte in die Kommentare, falls ihr geile Ideen habt. Das hast du schon gesagt, aber. Ja, man kann es ja immer neu, wieder neu erwähnen, ja, in der Folge, in der man es nicht erwähnt hat. Ja. Okay. Ja? Okay. Gut. Ja? Ich, Finsterer. Renn einfach zum Stern. Da oben steht so ein Fetter. Oh, da oben ist Glitzer! Flieg da hoch! Ich komm da nicht hin. Wie soll ich denn da hinkommen? Gar nicht. Da, da oh! Ein kleiner Kläffer. Töte ihn. Ich kann da von hinten hin. Ja, richtig nice. Habe ich das hingekriegt? Ich weiß nicht mal, wie man kämpft. Ja, das. Da ist noch so ein Flauplausel. Jetzt hau einfach schnell irgendwas raus. Direkt Uli! Angriff! Angriff! Uli ist zu Bam! Schön. So, nochmal direkt. Das war leicht. Ja, wir sind overpowered. Ich glaube, wir sollten nicht mehr so viel hier kämpfen, das bringt gar nichts. Das ist super. Geld bringt es. Das bringt Geld und Power. Mich wird lang mehr. Ja, nimm die Ratte da unten. Die Ratte? Ja. Können wir jetzt eigentlich schon was fangen? Ich habe noch keine Anzeige gefunden. Ich glaube, erst nach der Stadt vermute ich mal. Das ist ein Rhinosaurus. Geil! Eine Ratte. Uli! Oh Gott, ich glaube, es geht irgendwem so irgendwann so auf die Nerven. Ja, und spätestens dann fliegt Uli aus dem Team. Ja. Und dann kommt Uli. Oder auch irgendwas mit I. I. Ach, schön. Wenn hier irgendwo was leuchtet, dann sag Bescheid. Ja, ich halte schon Ausschau. Aber ich sehe hier nichts. Nimm die Ratte. Du bist eine Ratte. Rhinosaurus. Ich glaube, das kommt jetzt eh angerannt. Hallo! Und beide sogar, aber die rennen nur geradeaus, wie es scheint. Ich gehe einfach. Ja, oder so. Da im Wald war was. Dings. Da bist du jetzt angegriffen. Aus dem Wald vor dir.
Da hat irgendwas geglitzert. Ich muss erst unter mal uns diesen Vogel besiegen. Den Vogel? Fratzspatz. A und B. Wie du es gesagt hast. A und B. Tod. Tod. Es ist zu krass. Leben! Leben! Weil wir es auch so dringend brauchen, ey. Ja, yeah, eins. Wie kriegen wir überhaupt noch Erfahrung? Achso, ja. Ich glaube, minimal. Wo hat es jetzt hier unter uns im Wald. Da irgendwo. Muss ich jetzt vor der Kamera machen. Da hat es eben geglitzert. Bist du dir sicher? Dachte ich. Ich sehe nichts. Ja, dann nicht. Dann gehen wir in die Stadt. Nee, das war Tropfchen. Tropfchen. Hey, Tropfchen. Da hinten glitzert's. Ja, aber da, soll ich da jetzt echt hinrennen? Da glitzert's. Soll ich da jetzt echt hinrennen? Ja, straight hoch. Auf den Berg. Ach, da. Und da hinten ist auch nochmal was gewesen. Kann er nicht schneller laufen? Nee, das wollte ich auch schon fragen, aber es geht leider nicht. Hallo. Ja, töte sie alle. Ich bringe sie einfach um. Sie haben es alle verdient. Wenn du jetzt einfach X spamst. Was mache ich denn hier gerade? Nichts? Nee, du wurdest von hinten attackiert. Ach so. Kann der das auch? Nee, ne? Naja. Ja, der kann das auch schlagen, aber der ist schwach. Mach doch mal was, Junge. Mach doch mal was für dein Geld. Geld? Ha! Mach was für deine tote Mutter. Ja. Es war. Opfer. Das, wir kriegen null Erfahrung. 0,0, glaube ich. Nee, oben Hilfer, weg. Was? Hm. Toll. Weidenwurst. Ich habe eine Blume geerntet. Die andere ist da vorne. Ja, ich gehe da jetzt hin. Und da oben ist ein Vetter. Da war was im Wald. Geil. Ein Mähdrescher. Zwei. A und B. Uli! Komm auf die Fresse. Bam! Bam! Oh, der lebt noch. Geil. Spammst du eigentlich immer X dann, wenn du angreifst? Nö. Oder lässt du... Der, du kannst ihn nicht verschnellern. Okay. Du kannst nur den schneller wieder Angriff befehlen, wenn du X spammst. Ja. Guck, da oben steht die Erfahrung. 10. Ja. Ich möchte diesen Großen da. Ja, ich auch. Wir holen das Item, den Großen, dann gehen wir in die Stadt. Ja. Geht mir mal klar. Ah. Quellwasser. Kommst du da lang? Nee. Außer du kannst drüber springen, das weiß ich nicht. Kann ich nicht. Komm, wir holen uns den Mähdrescher. Kann ich nicht springen. Dreh dich um, dreh dich um, dreh dich um. Ach so, langweilig. Ach, du willst attackiert werden. Ich will zumindest. Ja, das geht doch. Hä, wo ist der denn? Ich sehe ihn gar nicht. Ich komme hier nicht klar. Was passiert hier? Du kannst übrigens weglaufen. Du musst nicht stehen bleiben. Geh auf Uli. Warte, wo mache ich das? L1. Da. Not Uli. Oh. Das war zu spät. Ja, wenn du ihn schlägst, unterbrichst du den Zauber. Ja? Ja. Ah, gut zu wissen. Der Schnitter war unnötig, aber egal. Ach. Das wollte ich mal machen. Den hättest du jetzt beim nächsten gebraucht. Wir kommen voran, wir sind fast Level 6. Das heißt, wir sind fast overpowered fürs nächste. Der ist süß, der hat einen Rüssel. Ich mag ganz gerne Rüssel. Der ist super. Ich möchte den haben, den Quell. Quellefant. Der ist toll. Super. Uli! Der ist bestimmt stärker. Nein, ist er nicht. Der sieht einfach nur geil aus. Ja. Geil. Quelle Fund. Das ist unser nächstes Ziel als Fang. Ja. Ich hätte gerne einen Namen dafür in den Kommentaren. Aber wir. Du musst wieder zurück. Ich überlege nur gerade, welche Richtung du zuerst. Ich glaube, derselbe Weg zurück ist. Ist egal, weil ich meine, hier sind jetzt keine Gegner mehr. Ja, deswegen. Das ist dann besser. Also unten. Was ist der denn? Was hat dieser Depp, der mir irgendwie. Ach, Opfer unter dir. Die häng ich ab, die häng ich ab, die häng ich ab, die häng ich ab. Die häng jetzt kriegst du ein Tröpfchen mit angegriffen. Ah, ist egal. Katzbuckel. Diese Stadt ist so klein. Und wir sind so groß. Wir sind so riesig. Oh nein, ein Riese. Das kommt erstmal wieder ewig Story. Oh, okay. Dafür seid ihr hier. Ah, Oliver, ich kann das jetzt nicht sagen. Mazu Ayana. Inisieno Kino Dana Nimota, Torebino Skate, Nuke Garabitoga Ubareta, Kokoro no Kakera, Atmete Kuni. Kokoro no Kakera. Jagara, Stono Kokoro no Itibu no Kote. Stono
Blut. Oh. Ich frage ihn mal, ob er mir was von seinem Enthusiasmus abgibt. Ich hoffe nicht. Hallo, ich möchte nicht so sein wie du, aber... Oh. Soll ich? Ja, mach. Ich würde nur zu gerne, aber ich kann leider nicht. Und ja, um es meines Kollegen darf ich das Tor nicht öffnen. Oh, darum geht es gar nicht. Wir würden nur zu gerne etwas von Ihrem Enthusiasmus borgen. Na, wenn du Enthusiasmus brauchst, davon habe ich genug. Nimm dir so viel du willst. Vielen Dank. Nehmen wir einfach alles. Alles. Tröpfchen, wie kann ich den Enthusiasmus aus seinem Herzen nehmen? Aus meinem Herzen, du verrücktes Kind! Du Wahnsinniger, stirb! Sprich, Tröpfchen. Schau in deinem Buch auf den Seiten nach, die du vom ollen Baumheini bekommen hast. Erst musst du den Zauber Herzempfang anwenden. Herzempfang, wie? Klar doch! Trinkt das. Der ist immer noch enthusiastisch. Genau, diesmal brauchst du den Zauber Herzschwing, ist klar, ne? Ja, wie der andere abhängt sie bei bloß nicht. Keine Sorge, Tröpfchen, Herzschwing. Ja, Enthusiasmus. Okay, los geht's. Warum riecht der da dran? Ich hab da noch reingeschlunscht. So, jetzt kannst du haben. Schön gelb und grün. Kommt er klar mit sich? Du bist auf der Arbeit, wie jeden Tag. Seit 3 Tagen. Darf der andere das Tor nicht öffnen, weil du neben der Spur warst. Demokratie vom Feinsten. Ich kann dir nicht genug danken, aber du bekommst sicher eine Menge Verdienststempel für deine Heldentat. Nein. Verdienststempel? Was ist das denn? Du hast mir also geholfen, ohne deine Verdienststempel zu denken. Die das einbringen würden. Du hast aber eine Stempelkarte. Eine Stempelkarte? Was ist darauf das? Darauf können sie Stempel sein, die du hältst, wenn du anderen aus der Patsche hilfst. Sollst noch keine Scharte haben, dann statte dem Auftragsexpress in der Stadt einen Besuch ab und hol dir eine. Ne? Aber ich schweife ab. Ich muss dieses Tor öffnen, nicht du. Sorry, mein Job. Daraufhin. Ja, bitteschön. Dankeschön. Das ist so süß. Schick, endlich kommen wir rein. 3 Stunden später. Und was habt ihr so die letzten 3 Stunden? Wir haben ein Tor geöffnet. Wir haben eigentlich nur die Wachen gebeten, das Tor zu öffnen. Ah, die Stadt ist so riesig. Da ist Enthusiasmus. Oh, ja. Ich brauch Herz, gib mir Herz. Ich sag mal so, vor 2 Stunden hieß es doch, oh, ich bin heute so gut gelaunt. Ich bin immer noch gut gelaunt. Schau mal, ob du damit überhaupt klarkommst. Oh, diese Stadt ist so riesig. Jawohl, ja, Olli. Zugeben, es waren ein paar unvorhergesehene Hürden auf dem Weg. Aber Ende gut, alles gut. Und irgendwann wäre ich sowieso mit dir zum alten Baumheini. Das klingt, als wenn wir in eine Kneipe gehen, so erstmal schön einheben. Zum alten Baumheini. Finde ich super, warum auch. Das ist herrlich. Alles klar, die Jagd nach dem Zauberstab geht weiter. Der König erkennt auch ein paar Zauber. Vielleicht kann er uns ein bisschen helfen.
Ein echter König? Klar, dann müssen wir wohl zu einem großen Palast dort, oder? Zu einem, zu dem. So viele gibt's nicht. Wem? Dem! Dem! Palast, wem? Zu einem von dem. Von denen, Palast. Ich rede jetzt nicht mit allen. Nee, komm, scheiß auf die alle. Hallo. Da im Topf. Ja, ich hol den Topf. Ja, geh in die Straße lang, danke. Nimm den Topf. Geh in die Straße. Tada, ich hab Geld aus dem Topf. Gulden. Da kann ich nicht rein. Da kann zurück. Guck auf die Map, runter. Ja, ich weiß. Ich wollte nur. Was? Wie, du willst nicht in das Haus rein? In welches Haus? Geh zurück. Ich kann da nicht hinaus rein. Doch. Jetzt kommt erst mal wieder Story. Ah. Mit Orientierung habe ich es nicht, das sagst du doch. Nein. Das wird doch ganz großartig. Hä? Nur weil ich keine Hosenträger leisten könnt, ihr verdammten Mormonen. Asoziales Pack hier. Ey, die sind echt ganz schön gemein, ne? Voll die Gaffer. Nur weil der komische Sachen trägt. Ich würde den alle aufs Maul hauen. Und einen Feuerball in die Fresse. Feuerball, lustig war. Tut mir leid, Olli. Egal, wie modisch du in Motorwheel auch Sinn. Mit den Sachen kannst du echt nicht rumlaufen. Sind meine Kleider echt so seltsam, aber ich habe keine anderen. Dann zieh ich aus. Das geht auch. Dann müssen wir halt welche kaufen. Oder nicht? Oder nicht? Nee. Hier im Katzbuckel gibt's eine Menge Läden, Mann. Einer von denen hier sogar Motten im Angebot haben, oder? Im Angebot, das ist wichtig. Wahrscheinlich schon. Okay, suchen wir einen Laden, wo ich mir was zum Anziehen kaufen kann. Komm, oder Clown. Barbie, der Anzugssimulator, wollte ich schon sagen. Wo soll ich jetzt rein? Weiß ich nicht mehr, du bist woanders hingelaufen. Ich komme von hier, oder? Nee. Doch. Nein. Egal, ich gehe zum Stern. Geh zum Stern? Ich habe keine Ahnung mehr. Ich glaube, wir fahren von hinten um die Kurve oder sowas. Von hinten um die Kurve, okay. Ja. Das ist die Beschreibung des Dorfes. Hinten kann ich um die dir Kurve. Klamotten kaufen? Ja, nimm doch meine. Entschuldigen Sie bitte, verkaufen Sie Kleidung aus dieser Welt? Ich meine, verkaufen Sie gewöhnliche Kleidung? Gewöhnliche Kleidung, mein Lieber. Ah, so, guck. Wir haben gerade leider keinen in unserem Fundus. Fundus. Sag doch sowas nicht, Mann. Guck doch, wie der Junge rumläuft. Ist ja endpeinlich. Alle schauen ihn schon schief an. Ich kann mich nirgends mit ihm blicken lassen, dem Opfer. Huch, eine Fee. Früher wart ihr überall. Aber die Kinder heutzutage wissen sicher gar nicht mehr, wer ihr seid. Wem sagst du das? Die Jugend von heute, Mann. Respektlos, ungebildet, frech wie Oscar und noch asozial obendrauf. Die würden eine Fee nicht mal erkennen, wenn sie ihnen vor Schienbein tritt. Nicht so wie du, Fräulein. Also, was die Klamotten angeht, gib uns deine. Ja, mein Lieber. Lass mich nachdenken. Oh, Erika. Da fällt mir ein, hier war mal ein Reisender, der seine Kleidung dagelassen hat. Ach, wie praktisch. Er hat sich neu eingekleidet und die alten Sachen einfach hier zurückgelassen, wisst ihr? Der hatte wohl Geld. Mehr oder weniger von menschlicher Statur und billig, möchte ich meinen. Schick. Wir nehmen die Klamotten. Billig. Aber Tröpfchen. Halt die Fresse. Ja, ja. Jetzt weiß ich es wieder. Er war der Kuhhunde, der meine Kleidung stahl. Ja, er sagte, es seien besondere Kleider. Gewoben aus den Fasern des Himmelbaums. Wenn ich mich recht entsinne. Hauptsache günstig. Schön bequem. Schön bequem, extrem strapazig. Und Glück bringen sie auch noch. Das einzige Problem wird wohl die Größe sein. Wenn du das anziehen willst, werde ich paar drei Stunden brauchen, um Änderungen vorzunehmen, mein Lieber. Andernfalls würdest du darin schwimmen. Oh, finde ich cool, ich mag schwimmen. Könntest du morgen wieder kommen? Nein. Na klar, Mann. Was sagst du, Olli? So ein Glücksgriff. Prima. Vielen Dank, gnädige Frau. Ich bin ein Geist. Ist mir ein Vergnügen, mein Lieber. Tschüss. Bis morgen. Ja, mega. Bis morgen ist ja noch ein ewiger Mann. Ich will gleich zum König. Aber geht ja nicht, solange wir den König nicht geregelt haben, oder? Vermutlich. Ich weiß nicht, warum du hat noch so eine Karte gesagt, die du hier in der Spannung hast. Irgendwas Express für diese Laden. Ja, machen. Ja, läuft. Auf zum Laden des Express-Scheiße. Wir sind gut im Überfliegen von Text. Flink wie ein Spatz sind wir beim Überfliegen von Text. Durchaus.